Chat, lasst uns anfangen. Lasst uns anfangen. Ich habe alles vorbereitet, letzte Woche Sonntag, dass wir heute komplett uns nur auf die Special World fokussieren müssen. Ich habe alles durch. Jedes Level komplett gecleared. Jede Welt komplett gecleared. Wir haben jetzt nur noch die Special World und dann das Secret Level. Wir müssen in der Special World für das Secret Level auch jetzt alle Rüben sammeln und alle Secrets finden und sonst was, alle Münzen finden, damit das dann freigeschaltet wird. Deshalb, ich habe keine Ahnung, welches das ist, ob das das erste, das zweite, das fünfte ist, keine Ahnung, ist ja so ein bisschen wie SMW aufgebaut, ne? Dass du dann aus jeder Welt irgendwie aus einem anderen Weg in der Special World landest oder so. Und ich glaube, die sind alle 5 Sterne oder so. Deshalb, ja. Wasserfall-Spezial, Vorsicht, Steinschlag. Let's go. Ich habe fast synchron mit ihr Let's go gesagt. Ja, hallo. Ja, hallo. Das ist ja Super Mario Bros. 1 Level 1. Aber mit fliegenden Blöcken. Okay, jetzt wird's ein bisschen anders. Aber der Anfang war voll nostalgisch, Mann. Das war einfach Nostalgie-Bombe. Ey, was ist das? Ach, da hinten sind Triple Lakitos. Habe ich erst jetzt gesehen. Das sind einfach 3 Lakitos. Holy shit. Jungs, hier. Hier macht's bub, bub, bub. Ah, hier wahrscheinlich, oder? Nee, doch. Gut gemacht! Okay. Wie sich die Pimmel da oben freuen, ne? Die Schweine. Oh, wie schnell das ist! Ah! Wow, bebuselt. Aber an sich, dafür, dass es jetzt Special World ist und dass es super schwer ist und Keggy wird richtig frustriert sein und dann weinen, geht es eigentlich voll klar. Wahrscheinlich sind die normalen Special Level gar nicht so schlimm. Alle recht basic, nur das allerletzte Level, das wird dann richtig hardcore. Do you want more? Okay, kurz linke Pack. Warum weinst du noch nicht? Ja, vielleicht bin ich einfach zu gut mittlerweile geworden. Ich meine, das ist das letzte Spiel im Mario-Marathon. Vielleicht bin ich einfach zu gut geworden. In Mario-Spielen. Vielleicht bin ich einfach zu krass. Warte, ich muss dich zweimal sammeln, ne? Großartig! Großartig! Die habe ich auch schon eingesammelt. Da ist die letzte Münze. Okay, die Münzen an sich und die Rübe ist jetzt auch nicht irgendwie besonders krass versteckt gewesen. Eigentlich auch super easy. Wow, wie Knappi. Knappi Schokolacci. Oh, keine Ahnung, Digga, ich wollte irgendeinen coolen Reim machen. Das war gar nicht cool. Roffel, Dankeschön für 38 Monate. Vielen, vielen Dank. Cooler Reim, danke. Hast du alle Aufsteller gekauft? Man braucht nicht alle Aufsteller. Hör auf. Ja, hallo. Ich habe gegoogelt, man braucht nicht alle Aufsteller. Mach's Moneyboy Konkurrenz. Wieso sammle ich die immer noch? Ich laufe da automatisch rein, ohne großartig mir darüber Gedanken zu machen. Ich sehe es läutet, ich muss es haben. Danke. Ach, komm schon.
Ja, da darf ich halt nicht stehen. Aber ich muss halt die dahin baiten eigentlich. Deshalb, ich muss da schon irgendwo irgendwie stehen. Hallo, bitte! Danke. Ich hasse das Level. Aufsteller brauchst du nicht, aber die 10 zu 100%. Ja, ich will kein 100%, ich will nur das Secret Level freischalten. Ich mach keine Dumtendo-Prozent. Ich mach Keggy-Prozent. So, jetzt. Jetzt. Jetzt Fokus. Und Edelmännchen. Dankeschön, wenn Brimes ab. Das ist ein easy Level. Das schaffe ich. Oh, Junge. Easy. 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 Top down. Wie Isaac. Ich bin Isaac Main. Whoa. Danke. Oh, du Schweinekind! Geboren aus der Vagina eines Schweines. Das bist du. Scheiß Lakito. Okay. Du meinst Dumtendo Blind Procent. Was sind denn Dumtendo Blind Procent? Das nehme ich persönlich. Okay, ich habe in den Chat geguckt. Deshalb starten wir das nochmal neu. Starten wir nochmal neu. Ja, hallo? Die schweren Level setzen ihm schon zu. Das ist nicht schwer. Das ist Kindergarten. Das ist Kindergarten. Das mache ich morgens, wenn ich aufstehe. Beim Kaffee trinken. Der war perfekt. Okay, ja, jetzt free, ne? Jetzt einfach nur durchrennen. Okay, das ist jetzt ein bisschen gemein hier. Oh, der war perfekt. Wowie zowie! Let's go. Toll gemacht. Ich muss die Fahnen sammeln. Nicht vergessen. Die Fahnen sind auch wichtig. Streams auf dem Handy zu schauen, ist auch eine Experience. Dein erstes Mal, oder was? Ich glaube, dass seine Klamotten ihm nicht mehr passen, hat ihn ein bisschen fertig gemacht. Jetzt erinnere mich doch nicht dran, dass ich fett bin. So, das ist die Mitte, ne? Das ist die Mitte. Was, ich hab, ich, oh, das wollte ich nicht. Einfach reingegangen, direkt gekauft. Ich dachte, er verkauft eine Rübe. Ich dachte, er verkauft eine Rübe. So wie alle Shops. Streams am Handy sind auf YouTube angenehmer. Also ich habe YouTube wie auch Twitch-Streams geschaut und ist jetzt kein großer Unterschied. Ich weiß nicht, wie es mit Chat ist. Ach, guck mal, das habe ich schon mal gemacht, ne? Ich weiß nicht, wie es mit Chat ist, weil ich nicht chatte. Aber ich habe jetzt weder Twitch noch YouTube irgendwie Probleme gehabt beim Zuschauen. Ja, wir müssen da nochmal rein. Mir fehlen da alle Münzen. Oh, das ist das super schnelle Level. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das war ein cooles Level. Und jetzt muss ich es nochmal machen.
Ich überlege gerade, ob ich ein Upgrade mitnehme. Was würde sich denn lohnen? Vielleicht der Rankenschuss. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Das Level fand ich Pain. Also ich habe es ja schon mal geschafft. Und ich fand es eigentlich sehr entertaining. Ich mag solche Level. Die so tight sind. Starkes Gameplay. An sich, solange ich nicht Game Over gehe, kann ich mich ja eigentlich durchsterben. Beim Sammeln der Münzen. Weil die muss ich jetzt nicht nochmal holen. Die ist jetzt schon geschafft. Spider-Man! Aber jetzt habe ich alle Münzen. Jetzt kann ich einfach durchrennen. Jetzt kann ich einfach durchrennen. Erwachsener Mann. Easy. Fantastisch! Fantastisch! So, dann wäre das jetzt auch wieder geschafft. Musste ein bisschen mitfiebern. Ist schon ein geiles Level, ne? Solche Level sind schon echt satisfying. Wowie-Sauri, Alter. Fucking Wowie-Sauri. So, komme ich überhaupt von hier aus jetzt in die anderen Level? Nee, ne? Ich muss die immer in der anderen Welt finden. Na, ich muss jetzt mal suchen gehen. Schaffst du es? Willkommen in Spezialwelt, Digga. Hier gibt es Königssamen, doch du kannst deine Fertigkeit hervorragend auf die Probe stellen. Bist du bereit, dich der Herausforderung dieser schwierigen Level zu stellen? Ja, ich gehe einfach mal in die anderen Welten und dann schauen wir mal, ne? Ich denke mal, in jeder Welt gibt es irgendwo einen Zugang zu einer Special-Welt, I guess. Einfach in Celeste-Level reingeschummelt, halt wirklich. Miyamoto hat Celeste vorher gespielt. Boop, boop, boop. Boop, beep, boop. Hier. Goldener Münzregen. Moment, das ist kein richtiges Level, oder? Ja, das ist kein... Das ist was anderes. Das ist irgendein Bullshit. Bullshit. Vielleicht hier eine Röhre? Ich habe keine Ahnung. Nee. Das wird heute die größte Herausforderung sein. Die Eingänge zu den Special-Welten zu finden. Da. Wupp, wupp, wupp. So, was haben wir hier? Schokoberge. Röhrenfelsen Spezial Rolfs am Pieksberg.
Okay. Ich nehme wieder mein Sensor mit, damit ich nichts verpasse. Easy, easy. Boing. Boing. Da ist ja schon unten direkt irgendwas. Aha, stark. Ein Louis-Block. Halt doch jetzt dein Maul. Ja, ist doch gut. Ich glaube, den muss ich reiten, ne? Jo, er geht zurück einfach. Das ist doch illegal, oder? Ja, wie er mich mobbt. Lol. Ich hätte oben auf den Bäumen landen müssen. Bis später. Bis später. Ja, jetzt schafft er es direkt. Oh mein Gott. Wieso hat er das vorher nicht geschafft? Scheiße, ich bin so scheiße schlecht. Ey, wie kann man das verkacken? Bis später. Ich hatte so viele Möglichkeiten, ne, diese scheiß Münze zu holen. Bis später. So viele Möglichkeiten gab, diese Münze zu holen. Hey, hey! Ich treffe genau das Loch, oder? Vielleicht nehmen wir uns was mit. Nehmen wir das mit. Bis später! Ich will die Blumen gar nicht ausschalten, die ist super. Ich will, dass er noch mehr bis später sagt. Bruh? Oh nein! Nein, einfach. Digi. Ich glaube, ich habe den Bus verpasst. Ah. Toll gemacht. Toll gemacht. Bis später. Hättest du auf einem Ohr Musik auf zweifache Geschwindigkeit und auf dem anderen die Bibel auf Chinesisch, dann wäre das nicht passiert. Da sind mittlerweile auch viel mehr Versionen rausgekommen von diesem dummen Meme. So, okay, dann gehen wir weiter auf die Suche. Also Special Welt bisher ziemlich easy. Ich bin sehr gespannt auf das letzte Level. Das machen wir später. Wie schwer das sein wird. So, checken wir Welt 2 ab. Hey Paul, was geht ab? Nee, da geht's zur Blüteninsel. Ich habe nicht ein Level der Special-Welt geschafft. Ja, aber ich bin halt auch ein krasser Gamer so an der Stelle. Deshalb. Du darfst halt nicht dich mit mir messen quasi an der Stelle.
Das habe ich schon, scheiße. Das ist halt wie wenn jetzt ich, keine Ahnung, morgen auf Fußballfeld gehe, versuche das Tor zu treffen und sage, wenn ich dann irgendwie eine Nationalfußball-Weltmeisterschaft schaue und dann sehe, wie Ballack ein Tor schießt, dann sage ich, oh. Also ich habe das Tor nicht getroffen. So, ne? Zwei? Blüteninsel? Spezialwelt, okay. Danach bin ich Kaizu-Spieler. Ah. Wow, hier war ich auch schon. Hab bei Fußball abgeschaltet. Ja, bei Fußball war auch die Geschichte schon fast zu Ende. Du hättest nur noch ein paar Sekunden zuhören müssen. Ein paar Sekunden. Dann hättest du es geschafft. Ich gehe direkt nach oben. Wenn ich Sekiro spiele und ich sterbe, rede ich mir auch immer ein, dass ich nicht so ein Gott bin wie du. Bei Sekiro bin ich schon echt krass. Wüstenspezial Freiluftakrobatik. Wir nehmen den Bruder wieder mit. Seitdem du Schlagersongs gemacht hast, schaue ich nun noch deine Streams muted. Das war ein guter Stream. Archie! Oh, bestimmt so einen Armadillo-Boy, oder? Da oben! Ich dachte kurz, wenn Daisy die Rübe einsammelt, verwandelt sie sich gleich auch in so einen fliegenden Fisch. Ich hätte Bock wieder auf den Sekiro-Stream. Ja, hätte ich auch tatsächlich. Ich hätte letztens erst wieder überlegt, einen 24-Stunden-Stream zu machen, wo ich Sekiro am Stück auf 100% spiele. Nochmal versuchen. Letztes Mal bin ich ja gescheitert. Hatte überlegt, wieder mal sowas zu machen. Hallo? Hallo? Ja, fühle ja, mir fühle. 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 Wenn ich irgendwie ein Spiel gerade irgendwie Bock habe, es zu spielen, aber ich kenne es schon und ich habe es schon oft gespielt oder so, dann denke ich mir immer, ja, in der Zeit könnte ich aber jetzt eigentlich ein Spiel durchspielen, was ich noch nicht kenne. Wow, die Münze! Wow. Okay, das ist ein wildes Level. Aber es bereitet eine Freude, also why not? Ja, das andere Spiel bereitet mir auch Freude. Ist ja nicht so, dass das andere irgendwie keinen Spaß macht oder so. Aber der Backlog ist riesig. Wow, was? Genau im letzten Moment, wow. Mach wie ich und spiel dann gar nichts mehr. Nee. Spiel ist meine Leidenschaft. Ich liebe Videospiele. Bitte. Ach komm! Die Stelle ist so scheiße. Weil man so langsam. So, weil das Scrolling ist halt so langsam. Das ist so dumm.
Ja, ich wollte diese Woche mit Dragon's Dogma anfangen, weil ich mir dachte, diese Woche werde ich mit Final Fantasy VII Rebirth durchspielen. Wisst ihr, wie viele Minuten ich diese Woche Final Fantasy VII gespielt habe? Genau, gar keine. Den hier. Hab ihn. Was? Die hatten gerade einen Armadillo in der Hand. Ich möchte doch endlich wissen, wie du das Ende findest. Ja, ich will doch auch endlich das Ende sehen. Aber ich hatte diese Woche halt wirklich keine Zeit. Ich habe diese Woche keine Videospiele gespielt, außer halt im Stream. Okay, können wir bitte jetzt das Level abschließen? Oh mein Gott, langsam werde ich wütend. Wie findest du Rebirth? Flieps? Ich bin jetzt Kapitel 12. Und der ist sehr, sehr nice, alles. Alles sehr, sehr nice. Einziger Punkt bisher, den ich nicht mag, ist, was sie mit dem Dingetstypen gemacht haben. Ey, dieses dumme Scheiß-Level. Was die mit dem Dingetstypen gemacht haben. Ich vergesse immer seinen Namen. Aber der Typ auf dem Motorrad, den es schon im ersten Teil gab. Hallo. Wie er im Spiel so abgefrühstückt wurde, das gefällt mir gar nicht. Genau, Akira. Weil ich mochte ihn voll gerne. So, jetzt aber. Junge, das Level ist so schlecht. Ja, irgendwie Roach, Roche, Roshire, Roche. Der coole Dude auf dem Motorrad halt. Der wurde halt einfach als Plot-Device benutzt. Ferrero Rocher. Wie sind eigentlich von der Story die beiden neuen Teile im Vergleich zu OG? Sehr, sehr anders. Hallo. Das mache ich nicht mit Absicht. Was für Clip-Farming! Bin ich Esmond Gold oder was? Hey, Jungs! Jungs, bitte wartet! Oh. Da kommt noch mal runter. Deutsche Esmond Gold. Kommt da zwei auf einmal raus? Hurguru, Hurguru! Frohe Ostern, die auch! Die Menschen die Stange rausholen, ohne sie zu benutzen. Lass ihn doch los!
werde die letzte Münze gleich sowas von nicht bekommen, oder? Die wird hier so gleich vorbeiflitzen. Da ist die. Wow! Junge. Was ein riesiges Ding. Toll gemacht. Toll gemacht. Easy. Ohne Komplikation, first try, ja. Ich habe auch kurz Angst gehabt, dass die Damage machen, aber dann habe ich mich erinnert, wie mich vorhin einer dieser Fische getötet hatte, indem er mich nicht durch Kontakt Damage erwischt hat, sondern durch den Kontakt mich weggeschubst hat. Und dann wusste ich, ah, der kann mich gar nicht töten, ich muss gar keine Angst vor diesen Fischen haben. Und dann bin ich reingesprungen. So. Welt 5. Bestimmt da oben. Genau, mit Sepia-Filter gerade ein Flashback im Kopf gehabt. Nee, hier ist es nicht. Ach, das ist der Anfang. Ich dachte, das ist das Ende von der Welt. Das ist aber der Anfang. Na, der Stinker! Na, der Sadie! Was geht ab, Mann? Du geile Stinkwurst. Kiki hat Flöhe? Oha, das ist ätzend, Mann. Das ist echt nervig. Für Katze und Katzenhalter. Hatte ich auch schon dreimal oder so gehabt. Viermal, dreimal, viermal gehabt. Viermal. Hatte mal irgendwie so eine Plage gehabt. Fungi Spezial! Kann ich nicht empfehlen. Macht nicht Spaß. Ja, hallo! Ja, hallo! Wasche Patello, Wanda Mahata! Nicht ich hab Flöhe. Meine Katzen hat Flöhe. Kann man überhaupt als Mensch Flöhe haben? Nee, ne? Wenn dann Läuse. Ja, okay, schlecht. In Videospielen? Ja, Läuse sind quasi die Flöhe der Menschen. Ich brauch ein Power-Up. Guter Try. Bisher der Beste. Okay, ich nehm's zurück, das ist der Beste. Ich bin einfach durch die Plattform durchgeflogen. Ich bin durch die Plattform durchgeflogen. Clip es, schau es dir an. Ja, ramm es dir ein. Geil. Schaffst du noch schneller? Ich mache einfach Speedrun. Sterbe-Speedrun. Ah, das war echt ein guter Try hier. Also, das war echt smart, die zwei kleinen Pissdinger aufzubewahren. Und dann mit denen so eine Extra-Challenge zu machen. Ja, voll smart, eigentlich. Alles für die Clips, ne? Ja, den Big Boy werde ich leider nicht los. Mit dem muss ich leider spielen. Geilo Pilzo? Kommt, Befall kommt. Er fällt jetzt gleich noch raus, oder? Ja, die fallen jetzt alle raus. Es regnet jetzt die Dinger. Oh mein Gott! Das ist ja ein Rayman-Level.
das ist das schwarze Materie einfach. Ja, hallo. Ja, hallo. Was? Ich habe den Chat geguckt. Was ich nicht verstehe, ist, wenn Hauskatzen Flöhe bekommen, das ist so random. Ja, das kommt ja meistens, weil man sie irgendwo von irgendwo mitbringt, selber. Wenn du irgendwo draußen warst oder so und hattest vielleicht Kontakt zu einem Tier oder so. Oder warst bei jemand zu Hause, der Tiere hat. Oder warst halt in der Tierklinik oder so. Und die springen dann irgendwie auf dich rüber. Auf deine Schuhe oder auf deine Jacke oder so. Und dann gehst du nach Hause und ja. Dann sind sie ratzfatz auf deiner Katze oder deinem Hund. Ich bin ein Tier, du scheiß Furry. Junge, apropos scheiß Furry. Ich habe heute oder gestern einen Kommentar auf YouTube bekommen. Scheiße, ich habe den Pilz nicht mitgenommen, ne? Aber brauche ich nicht. Jetzt kommt ja die Dropstelle. Wowie Zowie! Shambalika. Okay, halt wirklich Rayman-Level einfach. Ja, wie soll ich denn da reagieren? Und zwar war das wohl ein Stream, wo ihr dann wieder gesagt habt, hey, Gengi, du Furry. Die so, nein, ich bin kein Furry. Die so, doch, du Furry. Und ich so, nein, ich bin kein Furry. Und der hat dann irgendwie in den Kommentaren einen längeren Text geschrieben. Von wegen, wieso ich mich rechtfertige. Man soll das doch tolerieren. Das ist genauso doof, wie wenn Leute sagen, no homo. Junge. Ich fand's lustig, dass er einfach Homosexualität mit Furries verglichen hat. Aber ja, ich habe ihm dann geantwortet, hab gesagt, das ist eigentlich nur ein Running Gag bei uns im Stream. Yeah! No, Mann! Derselbe Fehler nochmal. Immer wird Draghi gemobbt. Ich habe nichts gegen Draghi gesagt. Ja. Gut gezielt, voll ins Schwarze. Ich sollte nicht auf Chat gucken, während ich darunter fahre, oder? Wie oft willst du das noch? Ich bin gerade zum zweiten Mal erst in die schwarze Kugel geflogen. Okay, das zweite Mal. Sich echt eigentlich ein piss einfaches Level, ne? Ich bin aber einfach nur ultimativ dumm. Delay? Einfach mal Stream vielleicht neu starten? Oder vielleicht direkt über das morphogenetische Feld mit dem Chat und mir interagieren. Oh Mann! Einfach links halten. Nein, diese Kugel habe ich kein drittes Mal berührt. Die erste Kugel habe ich zweimal berührt. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich wollte kurz Speedrun machen. Wie du immer reinlenkst. Ja, ich vergesse es immer. Okay. Jetzt, schnell. Ja, hallo. Ja. Hallo!
Ich habe das Video, was heute gekommen ist, Chat. Da habe ich einen Song aus dem Devil May Cry Reboot gemacht. Einen Song aus dem Devil May Cry Reboot mit reingenommen. Und habe irgendwie mega Bock bekommen, auf dieses Reboot wieder zu spielen. Also, wie wär's, Chat? Nächster Marathon, Devil May Cry Marathon? Wäre das geil? Schön Devil May Cry 2? Irgendwann? Ja, das Gameplay vom Reboot ist sehr sick. Die Story und die Charaktere sind eine komplette Katastrophe. Aber Gameplay und Musik sind schon sehr cool. Die haben zwar in dem Reboot so ein bisschen dieses Style-System ein bisschen verkackt. Dass es so Moves gibt, mit denen du das Style-System ziemlich easy austricksen kannst. Und du dann nicht irgendwelche coolen Kombos brauchst. Aber an sich, die Kombo-Möglichkeiten und das Movement und so ist schon ganz cool im Reboot. Und die Musik. Habe ich schon gesagt, dass die Musik ziemlich geil ist? Einfach Galaxy hier. Okay, wieso sind da noch Platten? Oh nein, ich werde hier sterben, oder? Yo, das ist einfach Caelid hinten, Chat. Einfach Elden Ring. Scheiße. Ich habe kein Abzeichen, um höher zu springen. Ich muss das mit DJ Caelid, genau. Mit Anlauf machen. Okay. Gereicht. Danke, Draghi. Ich liebe das Gameplay und die Musik. Vor allem, da gab es auch viele coole Settings und so, weil alles so ein bisschen psychedelisch war, Digga, und ein bisschen verträumt war und so. Gab es auch viele coole Settings dadurch. Okay, das war das. Weil ich das Reboot nie gespielt habe. Kann man sich gönnen, kann man sich gönnen. War cool. Hat damals leider sehr viel Hate abbekommen. Zum Release. Also auf jeden Fall einen nachvollziehbaren Hate. Weil es ging darum, um halt die Story und die Charaktere. Damals auch war ein bisschen traurig, dass Leute, die halt mit der Serie irgendwie nicht so viel Kontakt hatten, dann sowas gesagt haben wie, oh, voll cool, dass es jetzt endlich mal eine Vorgeschichte gibt zu Dante. Wie er zu dem geworden ist, der er geworden ist. Was eigentlich actually Devil May Cry 3 ist. Aber niemand hat's gespielt, keiner kennt's. Aber boah, endlich können wir mal herausfinden, was Dante mal früher war. Magma Spezial Tempo Tempo. Will eigentlich das Reboot zu 100% machen, aber mein System kann's nicht mehr abspielen ohne 100% Auslastung. Boah, Devil May Cry Spiele auf 100% sind schon echt hart. Das ist halt wirklich hart. Magma Spezial, Tempo, Tempo. Okay, ein schnelles Level. Ich mag schnelle Level. Das ist bestimmt so ein Level, wo das Magma steigt, ne? Vor einiger Zeit zum ersten Mal angespielt. Welchen Teil denn? Muss auch irgendwann mal DMC spielen. Hatte irgendeinen Teil für die PS3, aber weiß nicht mehr, welcher das war. Bestimmt der Vierer. Das war PS3. Das Reboot? War das Reboot auch noch PS3? Nee, 5 ist schon zu neu. Ich weiß gar nicht, ob das Reboot auf der PS3 schon noch gab. Müsste, oder? Reboot war auf PS3, ne? 4 war auch schon PS3. 4 war aber noch nicht PS2, ne? 2 und 1 war auf jeden Fall PS2.
3 bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das PS2 oder PS3 war. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Ich meine, 3 war auch noch PS2. 3 war PS2, ja. Ein Kegellevel! Schneller, schneller! Beeil dich, Daisy! Foto. Ich meine, Devil May Cry Marathon wäre für mich auch ganz interessant, weil ich habe den ersten und den zweiten nie gespielt und den dritten nie beendet. Stark. Starker Versuch. Als ob, ja, ich kenne nur den Vierer, den Fünfer und das Reboot. Die 3 weiß ich, ist schon länger her, dass ich 3 gespielt habe. Irgendwie 2012 rum oder so habe ich den 3er gespielt. Aber keine Ahnung, wie weit ich da kam. Ich kann mich an so gut wie gar nichts mehr erinnern. Ey, ey, ey. Da hinten war noch eine Plattform. Kann sein, dass da vielleicht eine Münze war. Jo, okay. Aber wäre ich nicht hängen geblieben, hätte es vielleicht funktioniert. Er schlägt jetzt wieder 5 Marathon-Ideen, dann passiert davon nichts. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Niemand weiß, was für ein Marathon als nächstes kommt. Nicht mal Keggy selbst. Weiter, weiter, juhu! Ja, der zweite Teil ist ein Meme. Ich hab's nie gespielt, nur mir dazu Memes angeschaut. Boah. Guter Try. Viel Glück. Fire Emblem Marathon wird so den Stream killen. Rein da. Alle Marathons werden den Stream killen. Weiter, weiter, juhu. Schneller, schneller. Ah, oh nein, ich brauche da die Münze gar nicht mehr. Schneller, schneller! Schneller, schneller! Schlange! Ah! Ich hätte es aber plötzlich eilig gehabt. Zelda und Mario gingen fit. Ja, und deshalb wird ja jeder Marathon, der nicht in diese Sparte mehr reinpasst, wird den Stream killen. Aber das ist okay. Wenn er den Stream killt, dann werde ich halt den Marathon abbrechen. Schneller, schneller. Schlange, wo bist du? Da ist Schlange. Jetzt nicht so schnell. Ich muss schnell sein. Ich dachte, die Schlange kommt wieder hoch.
Ja, das ist echt easy in dem Spiel, wenn die Münzen eingesammelt bleiben, ist es halt so ein easy Game dadurch. Wenn die Blumen immer wieder neu einsammeln müsste, das Spiel wäre einfach 300% schwieriger, ne? Na, sind halt Sonntag ein paar Leute weniger da, ist das nur doch nicht schlimm. Mir geht's nicht darum, dass dann ich nicht Sonntag irgendwie 5 Zuschauer habe, sondern 2 Zuschauer habe. Mir geht's eher darum, dass ich hier nicht Sonntag in einem Lurker-Stream sitzen will. Ich will nicht Sonntag hier in einem Stream sitzen, wo niemand mit mir redet. Wow. Viel Glück. Na gut, dann rede ich jetzt montags bis freitags auch nicht mehr mit dir. Autsch. Na, die Schlange, die lässt sich nicht verbrennen. Die Schlange ist feuerresistent. Sie ist quasi Magma in Schlangenform. Viel Glück. Weiter, weiter, juhu! Ey, die springt nicht, das schafft diesen Sprung nicht mehr. Lurker, habt ihr gehört? Keggy hasst euch. Nein, ich liebe meine Lurker. Aber, was ich nicht liebe, ist, wenn meine Chatter plötzlich zu Lurkern werden. Das mag ich nicht. Hast uns. Okay, jetzt ist raus. Ihr Schweine. Weiter, weiter, juhu! Weiter, weiter! Juhu! Schneller, schneller! Das Level ist so piss einfach, ne? Ich bin einfach nur so schlecht! Nee, ich hab noch keinen Plan für den nächsten Marathon. Den nächsten Marathon werde ich morgen bestimmen. Den werde ich morgen bestimmen. Hör doch auf mit dem Thema, ich fühle mich schuldig. Nein, keiner soll sich jetzt schuldig fühlen. Viel Glück. Immer wenn ich darüber rede, kommen mal Leute und fühlen sich irgendwie schuldig. Ihr sollt euch nicht an mich anpassen, ich passe mich an euch an. Wenn ich halt merke, dass bei bestimmten Spielen, Formaten oder was auch immer, die meisten Leute dann in Lurk verschwinden, dann ist doch alles okay. Das ist euer gutes Recht, alles gut. Arschlochball! Weißt du, das ist Lurker. Wenn du den Stream einfach nur am Laufen hast. Im Hintergrund und nicht aktiv damit teilnimmst, per Chat oder so. Weiter, weiter, juhu! Schneller, schneller!
Was completely fine ist. Was completely fine ist. Weil es gibt ja auch nur mal die andere Seite. Auch die Chatter. Ich meine, von den Lurkern bekomme ich das meiste Geld. Ich meine, ich als Stream-Zuschauer bin ja auch ein Lurker. Wenn ich andere Streams schaue. Deshalb, ich weiß ja, wie es ist, hier zu sein. Bin auch ein Lurker. Toll gemacht! Toll gemacht! Toll gemacht! Und Doc Riddle, Dankeschön für 5 Monate. Und vorhin habe ich übersehen. Von Gotti. Gotti, Dankeschön für 44 Monate. Bisa habe ich auch übersehen, Junge. Alles übersehen. Dankeschön für 3 Monate, Bisa. Ich fühle mich immer schuldig, deswegen bin ich ja auch Tier 3, um mich zu entschuldigen. Bin ich jetzt auf mich selbst allergisch? Ja, vielleicht muss dein Tier 3 noch auslaufen, damit du wieder runtergestuft wirst. Du nervst nicht, Honigsplitter. Wunderbar! Heißt das also, wenn Keggy DMC spielt, verdient er das meiste Geld? Nein. Wenn der Chat tot ist, dann habe ich auch generell weniger Leute da. Weil, wenn der Chat tot ist, das heißt ja, dass ja viele weg sind, die normalerweise chatten. Und wenn schon viele Chatter weg sind, weil sie den Stream scheiße langweilig finden, dann sind ja auch dementsprechend wahrscheinlich auch sehr viele Lurker weg. Für jeden Chatter sind 2 Lurker im Vergleich oder so. Ja, also wahrscheinlich mehr, aber ja, so irgendwie so eine Formel. Ein Chatter sind gleich so und so viel Lurker. Sprich, wenn ein Chatter weniger ist, dann sind auch gleichzeitig weniger Lurker da. Na? Das ist ja auch fein, ne? Ich will mich nicht beschweren, Chat. Das ist ja fein. Ihr könnt kommen und gehen, wie ihr wollt. Wenn euch der Content gefällt, geil. Wenn nicht, dann okay. Ciao. Dann mache ich halt was anderes. So. Blüteninsel. War ich schon von der Blüteninsel aus? Moment. Ich habe jetzt alle Wege offen, ne? Nee, einer fehlt mir noch. Das wird dann bestimmt in der 6. Welt sein. Ne, 6. Welt war ich ja gerade. Es muss in der Blüteninsel sein. Irgendwo hier. Und, war geil, Drifter? Also 0 Chatter gleich 5 Lurker. Ja, ungefähr. Wenn du in irgendeinen Stream gehst, wo gerade nur 3 Zuschauer sind oder so, dann ist da der Stream ja auch tot. Das heißt, wenn die Lurker jetzt alle Nachrichten schreiben, gleich mehr Viewer. Mann, also das ist jetzt nicht auf alle Streamer weltweit bezogen. Das ist halt nur auf meinen Stream bezogen. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen läuft. Aber ich kenne ja meinen Stream und wie es bei mir hier läuft. Hier.
10 von 10. Nice, freut mich, Mann. Ich chatte meistens nicht, weil ich überall gebannt bin. Stark. Bis später. Ich weiß oftmals nicht, was ich sagen soll. Ja, und genau das. Genau das. Genau das ist meine Aufgabe als Streamer. Dir Gesprächsstoff zu geben. Das ist meine Aufgabe. Kaboom! Oh, das ist satisfying, Leute. Diese Stacheln von denen passen genau da rein, in die anderen Stacheln. Oh! Das ist geil. Quasi TikTok-Content. Ja. Ja, er glaubt an mich. Der springt ja gar nicht so hoch. Irgendwie klang gerade meine Stimme gerade wie die Blume. Ich werde zur Blume langsam. Der Parasit übernimmt mich langsam. Was hätte ich da machen sollen? Ich kann doch gar nicht ausweichen. Wir spielen Mario, werden wir wieder Gespräche... Was? Wann wieder Gespräche über Pisse? Nee, Mario ist nicht Pisse-Thema. Frauentausch ist meistens Pisse-Thema. Mario ist Furry-Thema. Freut mich, Evo. Freut mich. Ich habe gestern einen geilen Karottensalat gemacht. Ist wenig Gurke und Walnuss drin. Stark. Zum Beispiel kann man immer wieder eine der nicht fertigen, nur halb erzählten Stories von Keggy ansetzen oder von seiner Schublade oder der Nähzeugdose reden. Wo ist die eigentlich hin? Irgendwie ist sie verschwunden. Eben war sie noch hier. Hinter dem Baum verstecken? Baum macht mich unsterblich? Ich sehe schon, Grau. Piss hat es dir richtig angetan, oder? Wann kommt wieder Frauentausch? Dienstag. Also nächste Woche machen wir wieder aktiver Streams. Diese Woche war ultra stressig wegen dem Video. Oh, Chat. By the way, wenn ihr das Video schon gesehen habt. Jetzt kommt Spoiler zum Video. Ich habe ja Freitag noch gemeint, es gibt ein kleines Problem mit dem Video. Weshalb ich vielleicht was ändern muss. Und das Problem war, in dem Video am Ende, das Outro, was vorkommt, das habe ich auf Fiverr gekauft. Und der Typ hat sich einfach nicht gemeldet. Ich hab Geld gegeben, der hat sich nicht gemeldet. Und ich dachte, scheiße, jetzt habe ich schon das Outro geskriptet und aufgenommen. Ja, okay, wie schnell ihn! Hab mir schon eine andere Idee überlegt, wie ich das mache und so, wie ich das Video abschließe. Und dann gestern, im Laufe des Tages, hat er sich gemeldet. Ich habe das Auto gekauft. Ich kann so ein Kram nicht selber machen.
Also die Musik, die mit dabei war, die war katastrophal scheiße, die er dort reingebaut hat. Ich habe die Musik halt geändert und ein bisschen kürzer geschnitten, was er da gemacht hat. Aber ansonsten, ja. Also es hat jetzt keine 100 Euro gekostet. Nein, natürlich nicht. Oh, die steht dafür 100 Euro. Ich glaube, das waren... Ich glaube, das... Oh, 12 Euro ungefähr? 11, 12 Euro. Aber auch nur, weil ich noch den zweiten Text haben wollte. Nicht nur das Logo, sondern noch einen zweiten Text haben wollte. Der zweite Text hat mich irgendwie 4 Euro mehr gekostet. Münze ist drin. Nee, der Pimmel war das teurere. Der Text danach, der war billiger. Der hat 4 Euro gekostet. Alles zusammen waren es irgendwie 11, 12 Euro oder so. Ja, das wird das Wichtigste, die Münze. Mir ist egal. Wenn ich sterbe, ist egal. Hauptsache, die Münze ist drin. Ne? Egal. Ich kann mir unendlich Leben kaufen. Hat er dazu was gesagt? Nee, er hat einfach nur geliefert. Also er hat dazu geschrieben, ja, wenn du was anderes haben willst, dann sag Bescheid oder so. Ich denke mal, er kann kein Deutsch. Ich hoffe, er kann kein Deutsch. Ich glaube an dich. Na, glaubt an mich. Nein, ich werde das Intro jetzt nicht immer benutzen. Das war nur ein scheiß Joke. Ich werde das jetzt nicht in jedem Video verwenden. Warum nicht? Weil es komplett scheiße ist. Scheiß Stelle! Aber die 12 Euro sollten schon ausgiebig genutzt werden. Bis später! Ja, hab ich ja. Mann, dieser Anfang! Ich hab's ausgiebig benutzt. Das reicht. Bis später! Bis später! Hey, Ace, was geht ab, du Gumba? Ja, ciao, Anorio. Fürs Beenden des heutigen Streams. Zeigen, wie scheiße der Song klingt, den er reingepackt hat, Leute. Das ist der Song, den er reingepackt hat. Ja.
so ein katastrophal beschissener Song. Ey! Der klingt nach Durchfall. Das war auch so eine Referenz von Songs. Also mir war klar, dass er den Song benutzt, aber mir war scheißegal. Hauptsache, es ist günstig. Bis später. Und das war's. Mann, dieser Anfang! Bis später. Und, Chat, ich wollte, weil ja momentan dieser Suno AI-Hype so am Start ist, wollte ich auch was Suno AI-mäßiges mit ins Video einbauen. Und die Schweine haben jetzt eingeführt, dass es Pflicht ist, da zu subscriben. Ich weiß nicht, ob das einfach nur zu Hochzeiten kommt, aber ich habe jetzt 2 Abende da reingeschaut und bei beiden Malen bräuchte ich einen Pro-Account. Die wollen jetzt Geld von mir haben. So, jetzt. Moment, das ist die Easy-Stelle? Digga, was ist das denn für eine Absturzstelle? Was ist das denn für eine Absturzstelle? Deswegen gab es keine Songs mehr. Nee, wir haben einfach nur... Ich habe ja diese Woche nicht so viel gestreamt. Deshalb kam ich gar nicht dazu. Ist mir erst Freitag aufgefallen. Freitag. Ja, Freitag vorm Stream ist mir das aufgefallen. Ist das schon das schwierigste Level? Nee. Du spielst auch ein bisschen scheiße. Wenigstens bin ich nicht scheiße. So. Bis später. Die Songs, die ich gemacht habe, kann ich zugreifen, ja. Ich kann nur halt keine neuen machen. Ich komme einfach nirgendwo mehr durch. Okay, so. Schwierigste Stelle im Level geschafft. Es gab gestern keinen VOD, weil es gestern keinen Stream gab. Wenigstens einer! Wenn nicht mal Draghi an mich glaubt, dann glaubt der ganze Chat nicht mehr an mich. YouTube glaubt an mich. Yeah! Der YouTube-Chat believed. VOD ist Video on Demand. Also sprich einen Stream, den du nachträglich als Video schauen kannst. So, wie soll ich das jetzt machen?
Das ist so ein Dreckslevel. Das ist so ein Dreckslevel. Das ist so ein Dreckslevel. Diese Stelle ist so dumm. Dein Scheiß Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Wurde heute zum zweiten Mal innerhalb von 2 Monaten von irgendwelchen Leuten im PSN angeschrieben, weil die mich auf PSN Profiles gefunden haben und den Games nicht weiterkommen, die ich besitze. Das machen Leute? Bis später! Ich wurde das noch nie so an... Mann, dieser Anfang. Ich wurde noch nie angeschrieben. Aber ich glaube, ich habe mein Profil auch dahingehend, glaube ich, privat. Ich glaube, mich können nur Leute anschreiben, die mit mir befreundet sind. Kann der Gumpa sprinten? Ja, ich sprinte die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit am Sprinten. Hallo, Roman. So. Ja, die sehen, dass du so viele Trophäen hast. Und dann, ja, Alter. Karo ist Gottgamerin! Bis später! Wurde diesen Monat schon von 2 verschiedenen Nummern angeschrieben und beide meinten, dass sie die Volksbank sind. Ich bin nicht bei der Volksbank. Boah! Chat! Chat! Bestellstory! Bestellstory! Ich habe ja Freitag bestellt. Nach dem Stream. Ne? Mir eine geile Pizza bestellt, ne? Ich habe eine falsche Pizza geliefert bekommen, aber das ist egal. Die war trotzdem lecker. Ich wurde... kurz nachdem ich den Stream aufgehört habe und dann essen wollte, wurde ich angerufen. Von der Pizzeria, von dem Lieferanten von der Pizzeria. Wurde ich angerufen und der sagt, yo, ich bin hier gerade in der Sackgasse bei diesem Casino. Und ich so, hä? Was willst du von mir? Was für Sackgasse, was für Casino? Der so, ja, sie haben doch bei uns bestellt. Ich so, ja, und mein Essen habe ich vor 1 Stunde bekommen. Das kann nicht sein. Doch, habe ich. Ich habe die Pizza hier vor mir stehen und die Pizzabrötchen. Sie sind doch, sie wohnen doch in der Industriestraße, bla bla bla. Ich so, nein. Ja, aber hier steht ihre Nummer. Nein, das bin ich nicht. Hat er mir einfach nicht glauben wollen. Ich so, ich hab heute bei Ihnen bestellt, ich hab mein Essen schon da, ich wohne aber ganz woanders und ich heiße ganz, ganz anders. Okay, dann weiß ich nicht, da muss da irgendwas schiefgelaufen sein. Junge, auch noch nie gehabt. Und ich dachte schon, er ruft an und sagt, yo, ich glaube, wir haben dir die falsche Pizza geliefert.
Keine Kartoffelpizza, nee, aber war auch geile. War so eine, auch Hollandaise. Hollandaise mit Brokkoli und Spargel oder so. War auch ganz geil. Ich glaube an dich. Respekt, dass du drangegangen bist. Ja, ich war verwirrt, wer mich um nachts anruft. Es war ja irgendwie um 1 Uhr oder so. Und ich dachte, also wenn mich jemand um nachts anruft, dann muss es ja vielleicht irgendwie ein Notfall sein oder so. Also das war so das Erste, was ich mir in dem Moment dachte. Das ist irgendjemand, den ich kenne und der ruft mich wegen Notfall an oder so. Weil wenn das irgend so eine Scam-Scheiße ist oder irgendwelche gruseligen Ämter, die rufen ja nicht um 1 Uhr nachts an. Also dachte ich mir, das ist irgendwie jemand, den ich kenne oder so. Und der ruft vielleicht von einer anderen Nummer an. Drecksgame! Dreckiges Drecksgame! Bis später! Wie war das Ende vom Stalking-Game? Konnte mir das nicht ansehen, weil zu eklig. Happy End. Das Radarabzeichen brauche ich gerade für das Level nicht, aber ich brauche kein anderes Abzeichen, weil der Goomba profitiert doch von gar keinem anderen Abzeichen, oder? Ich glaube an dich. Er kann ja nicht irgendwie einen Doppelsprung oder so machen jetzt, oder höher springen, oder? Mit einem Abzeichen. Wird man nachts manchmal von Scam aus dem Ausland angerufen? Okay, das hatte ich noch nie. Aber Scam-Anrufe bekomme ich auch super selten. Wenn, dann kriege ich immer eher so Scam-SMS. Diese Enkeltrick-Scheiße. Aber Anrufe nicht. Apropos Anrufe, Chat! An diejenigen, die bei HelloFresh bestellen. By the way, heute ist der letzte Tag, wo ihr HelloFresh bestellen könnt. Dann ist das Angebot weg. Heute ist der letzte Tag, Chat. Dann ist das Angebot weg. Wenn ihr bei HelloFresh bestellt habt und direkt die Box gekündigt habt, kann sein, dass sie euch in ein paar Wochen anrufen werden, ne? Wenn ihr, ich warne euch schon mal vor, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, wieso ruft euch jemand Fremdes an. Nee, das Goal wurde nicht erreicht, nee. Sie rufen nach einer Weile, wenn du halt das Abo wieder kündigst, rufen die nach einer Weile wieder an und bieten dir irgendein Angebot an. Sagen, hey, du hast vor einem Monat bei uns eine Box bestellt. Hättest du Bock wieder zu bestellen? Wir geben dir einen Rabatt. Also nicht wundern, wenn die euch anrufen. Das ist es. Das ist es. Ja, das ist es! Hello Fresh hat mir den Run gerettet. Toll gemacht! Ah! Okay. Oh nein! Was mache ich jetzt? Ich musste sterben. Ich brauche die goldene Fahne. Ich muss sie von oben erreichen. Oh, wir müssen den Sprung mitnehmen. Wenn ihr lange wartet, gibt es Rabatt bis 50%, ja. Wenn man da lange nicht mehr bestellt, dann wollen die dich immer zurückholen. Dann mit krassen Rabatten. Oder einfach ein Jahr nicht mehr bestellen, Chat. Und in einem Jahr mache ich nochmal ein Placement.
Dann könnt ihr wieder einen Rabatt holen. So mache ich das. Ich bestelle jetzt auch 12 Monate nicht, damit der Rabatt bei mir auch funktioniert und dann bestelle ich wieder. Einmal im Jahr gibt es günstig HelloFresh. Teddy, dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Ich glaube an dich. Ich aber nicht. Jackie, dankeschön für 23 Monate. Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Hättest du einen Bonus erreicht, wenn das Ziel erreicht wäre? Bonus nicht, aber ich krieg halt für jede Bestellung Cash. Und es gibt da am Ende keinen Bonus, sondern es ist halt einfach nur bis zu diesem Zeitpunkt. Bis zu dieser Bestellung kriege ich Geld, danach halt nicht mehr. Zepp, ja, ja, ja. Bis später! Boah, boah, boah. Wie viele Boxen fehlen jetzt noch? Noch recht viel. Ich glaube, es wurden, glaube ich, 24, glaube ich, gekauft. Von maximal 40 möglichen. Also ja. Mach einen Counter, um die Leute zu ermutigen. Ja, wir hatten ja einen Counter gehabt. Während den HelloFresh-Streams. Für das Geld holt Keggy uns allen ein Eis. Für das Geld kann ich mir bestimmt eine Grafikkarte kaufen. Wie teuer ist eine 4090, Chat? Oder soll ich lieber auf die 50er-Serie warten? Wie teuer ist so eine 4090 als neu gekauft, also nicht gebraucht oder so? Ja, ich weiß, ich brauche mehr als eine Grafikkarte, aber Grafikkarte ist so das Teuerste. $1800! Okay, dann reicht's vielleicht doch nicht. Ich glaube an dich! $1800 habe ich für meinen PC gezahlt. Hast du eine AMD-Grafikkarte? Jo, ja, Opfer. Hatte, dankeschön. 54 Monate, vielen Dank. Ja, wäre ich kein Streamer, würde ich mir auch eine AMD holen. So ist es nicht. Oh! Wo war das Problem bisher? Toll gemacht. Toll gemacht. Jetzt muss ich nur noch das schaffen, ne? Okay, nice.
Nice, nice, nice. Ja, wenn die 50er-Serie kommt, dann sind die 40er wahrscheinlich günstiger, ne? Dann ist meine Zeit, reinzugehen, oder? Nee, Spiel frustriert mich noch nicht. Ich habe noch maximalen Spaß. Ich mag den Schwierigkeitsgrad. 4090 ist eh komplett übertrieben. Ja, wenn ich halt mir einen neuen PC kaufe, dann will ich halt schon einen PC haben, den ich nicht in 2-3 Jahren wieder ersetzen muss. Nee, ich will keine scheiß 30er haben. Ich will schon etwas haben, dass ich dann 8 Jahre beim PC nicht mehr wechseln muss. So wie jetzt mit dem. Den, wie lange habe ich den jetzt schon? Irgendwie 6 Jahre oder so? Ich glaube, ich bin jetzt im 7. Jahr mit meinem PC unterwegs. Also mobbst du uns nur zum Spaß. Das ist hier ein Geben und Nehmen. Ihr gebt mir Mobbing, ich nehme euch Spaß. Nee, warte. Ihr gebt mir Mobbing, ich nehme euch Lebensfreude, weil ich ja auch mobbe. Scrollt mal hoch, ihr beleidigt mich durchgehend, wenn ich verliere. Und dann mache ich mal ein Front direkt. Kenny, der Mobber. Kenny ist heute auf Krawall gebürstet. Heute mal wieder toxic. Ihr kleinen Wichser. So, das ist immer noch nicht das super schwere Level, ne? Dein PC hält noch locker weitere 7 Jahre aus. Ja, an sich schon, aber vielleicht nicht unbedingt zum Streamen. Ich meine, das meiste streame ich ja eh beim PC, über Konsole. Aber ja, wenn dann irgendwie PC-Spiel kommt, vor allem für Freitage oder so, ist es immer ein bisschen doof. Viele Freitagsspiele sind teilweise schon echt problematisch. Und nicht unbedingt, weil sie richtig, richtig gut sind. Oder qualitativ komplett auf einem Triple-A-Niveau sind, sondern weil sie natürlich ziemlich scheiße optimiert sind. Aber ja. Und eine Zeit lang kam mein PC mit diesen scheiß optimierten Spielen gut klar. Aber mittlerweile kommt er damit nicht mehr so gut klar. Ja, alle Spiele sind heute scheiße optimiert. Ich hasse Videospiele. Weißt du, die kümmern sich einen Dreck um Optimierung. Die machen alle ihre scheiß Spiele fertig. So. Und dann denken sich, ja, läuft halt nicht geil, ne? Ja, hier. Kriegt ihr euren scheiß komischen AMD Fidelity-T-Filter. So. Macht ihr, dann eskaliert euch das Spiel runter. Aber lässt es trotzdem mit 60 FPS laufen. Löscht euch. Skalierung regelt. Ja, man muss sich heute gar nicht mehr um Optimierung kümmern. Man hat ja diese Skalierungsfilter. Die machen das alles schon. Hier mal DLSS an, ja. Dein Spiel sieht zwar katastrophal blurry aus, aber mach doch mal an, Digga. Scheiße, ich hab meinen Sensor vergessen. Wir starten neu. Ohne Sensor, ohne mich. Ich habe mit Blurriness bei DLSS keine Probleme. Ja, dann setz hier mal eine Brille auf. Oh, jetzt ist wieder Musiklevel. Ah, oh, der geht ja raus, das darf der nicht. Der darf ja nicht raus. Die ist mies blurry. Monitor-Issue, wenn man sowas nicht sieht. Also, man muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit diesen Filtern. Ich habe jetzt noch nicht so viele Spiele gespielt. Das kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, was ich so für Spiele gespielt habe, wo so ein Filter war.
wo du diesen Filter anmachen konntest. Und der Filter sah halt immer komplett scheiße aus. Komplett scheiße. Also da kommst du halt, da machst du lieber das Spiel irgendwie auf Mittel und machst den Filter aus und das Spiel sieht tausendmal besser aus, als wenn du alles auf Ultra hast und dann einen Filter anmachst oder so. Dieser Filter ist halt wirklich Arsch. Aber Deschke sagt immer zu mir, das liegt an deiner Nvidia-Grafikkarte, weil das ist ja ein AMD-System, du Opfer. Ich hab den wieder vergessen. Wisst ihr, was ein AMD-System bei mir hat? Meine PS5. Und wisst ihr, wo diese Filter auch scheiße aussehen? Auf der PS5! So. Gegeben. Ach, matt. Genau. Ich versteh's nicht, wieso macht's dort bibububib? Da ist doch nichts. Oder es ist die Blume. Hier ist schon wieder kurz bibububub gemacht. Ich lebe noch. Ja, das ist doch gleich, das ist die Box. Ich muss dir mal Stück für Stück folgen, ja. Ja, okay. Ja, das ist so gemein, dass sie manchmal rausgehen. Darauf bin ich dann gar nicht vorbereitet. Deschke ist also ein Lügenbold. Ich würde nicht unbedingt Lügenbold sagen, aber der hat halt ein aktuelleres System als ich. Der braucht diesen Filter gar nicht. Der spielt alles auf Ultra ohne Filter. In der Regel kannst du die auf Qualität oder Performance stellen. Auf Qualität siehst du halt, sieht's halt gut aus, aber bringt ja nicht so viel. Performance ist, wie man es erwartet. Boah, das war bei Dingens auch so schlimm, bei... Wie ist das Souls-like nochmal? Lords of the Fallen. Boah, das war auch so schrecklich. Dieser Lords of the Fallen-Filter. Boah. Das sah so fürchterlich aus. Ja, FF7 Rebirth im Performance-Modus sieht auch richtig scheiße aus. Hä, wieso bin ich gerade wieder hochgeflogen? Hä? Chat, wieso bin ich gerade wieder hochgeflogen? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich bin runtergefallen, kurz wieder hochgeflogen. Ach, der Block kam von unten und ich war an der Kante dran. Oh, das ging zu schnell, ich hab's gar nicht gesehen. Huch. Aber Rebirth wird ja auch eh, so ich es verstanden habe, eh drauf programmiert, auf 30 FPS zu laufen. Und deshalb, wenn man auf 30 FPS spielt, ist das gar nicht so schlimm. Außer man ist Keks oder so und kann nichts unter 140 FPS spielen. Weil man dann Kopfschmerzen oder so bekommt. Ja, PC-Port wird natürlich mies, ist ein Japano-Game. Die Kanonen können runter. Was ist eigentlich jetzt diese neue Grafikeinstellung in FF7 mit Scharf? Ja, Performance-Modus wurde dafür kritisiert, dass der Performance-Modus in Rebirth so schwammig aussieht. Verschwommen, blurry, dass er halt so blurry aussieht. Und deshalb haben die jetzt noch so eine extra Einstellung eingebaut vor irgendwie einer Woche mit einem Patch, dass du mit einem Regler jetzt hochdrehen kannst, dass du ein schärferes Bild hast. Sieht zwar immer noch scheiße aus, aber ja. Aber jetzt kommt Hot Take Chat. Ihr werdet mich jetzt irgendwie scheiß Consolero beleidigen und so, aber Hot Take Chat. Hot Take. Ich finde, einige Spiele sehen in 30 FPS auch geiler aus als in 60.
Also fernab von, ob die Grafik jetzt dadurch besser oder schlechter wird. Aber das ist kein Cope-Take. Aber das Ding ist, wenn es so Spiele sind, wenn es so ein cineastisches Spiel ist, ja, wo es darum geht, irgendwie eine Story rüberzubringen mit viel Cutscenes, viel Dialogen und so, dann ist das in 30 FPS so viel geiler, weil Filme laufen ja auch nicht in fucking 60 Frames und man hat sich so gewöhnt, dass Filme so aussehen, wie sie aussehen. Das ist genauso wie wenn du einen Film anmachst in 60 Frames. Der sieht direkt irgendwie komisch aus und falsch. Das sieht irgendwie falsch aus. Und deshalb gibt es ja oft Spiele, die gehen in den Cutscenes sogar extra runter auf 30 FPS oder, ne, damit das cineastischer aussieht. Aber dann gibt es wiederum Spiele, die haben diesen Cut nicht. Und dann kommen die Cutscenes und die laufen trotzdem in 60 Frames. Und diese 60-Frame-Cutscenes, die sehen irgendwie weird aus. Also es kommt wahrscheinlich dadurch, dass wir Menschen so dadurch getrimmt sind, durch Filme und Serien und so weiter, dass das alles in Low Frame läuft, dass für uns Filme und Serien so aussehen müssen. Und sobald es halt in 60 Frames läuft, sieht es halt komisch aus. Ne? Und wir haben uns halt quasi so dran gewöhnt. Und deshalb, wenn dann so ein Spiel, wie zum Beispiel jetzt Final Fantasy VII, was super viele Cutscenes hat, super viele Dialoge hat, und das dann die ganze Zeit in 60 Frames läuft in den Cutscenes, ich sag's, wie es ist, es sieht super weird aus. Es sieht irgendwie nicht stimmig aus. Es sieht irgendwie nicht immersive aus. Es stört mich irgendwie. Deshalb, es gibt Dinge, da ist 30 FPS geil. Wie zum Beispiel sowas. Es sieht absolut nicht weird aus. Doch, für mich sieht es komplett weird aus. Weil ich habe ja die ersten 4 Stunden oder so, habe ich in Performance-Modus gespielt. Und das war für mich jedes Mal komisch. Ja, so ein Hybridmodus, das ist auch immer ein bisschen komisch. Wie gesagt, es gibt ja Spiele, die machen das ja, ne, dass du das Spiel in 60 Frames hast oder so und dann droppt das dann runter auf 30 Frames in den Cutscenes. Das ist auch immer so ein bisschen weird, weil du ja diesen Wechsel immer hast. Deine Augen haben sich gewöhnt an die 60 Frames und dann kommt eine Cutscene und dann droppt es auf 30 Frames und es fühlt sich dann in dem Moment an, als würde es irgendwie laggen oder so. Weil du dich gerade an die 60 FPS gewöhnt hast. Deshalb, wenn es halt dann ein Spiel ist, wo dann viele Cutscenes kommen und es droppt die ganze Zeit bei den Cutscenes immer auf 30, dann ist es wiederum störend. Und dann ein Spiel, was sehr viele Cutscenes hat, dann würde ich durchgehend lieber in 30 Frames spielen, als in 60 FPS. Weil es dann geiler aussieht. Finde 30 nicht schlimm, aber nie im Leben bevorzuge ich es. Es kommt halt auf das Spiel an, finde ich. Es kommt immer auf das Spiel an. Ich merke das bei den Cutscenes nicht, wenn es auf 30 droppt, solange es stabil bleibt. Ja, du merkst ja, du läufst gerade in 60 Frames auf einen NPC zu und dann, boom, Zoom aufs Gesicht und auf einmal ist es 30 FPS. Und du siehst ja extrem diesen Wechsel und das ist dann irgendwie auch weird. Aber wie gesagt, wenn das ein Spiel ist, was eh nicht so viele Cutscenes hat, nicht so viele Filme hat und so, dann ist es nicht so schlimm. Dann fällt der Wechsel auch nicht so auf, weil dann kommt der Wechsel halt einmal in 10 Stunden oder so. Aber wie gesagt, wenn du so ein Final Fantasy VII hast, wo du alle 5 Minuten oder so eine Cutscene hast oder einen Dialog hast, dann ist das schon irgendwie nervig, wenn das in 60 FPS läuft. Sowas wie Dark Souls, Dragon's Dogma, DMC oder sonst was, wo du viel aktiv machst, da ist schon 60 geil. Ja, das schon, ja. Das schon. Sowas wie ein ruhiges Spiel, JRPG oder so, juckt das komplett. Ja, kommt halt auch drauf an. Also zum Beispiel jetzt so ein Final Fantasy VII ist ja auch ein JRPG. Aber ja, es hat ja ein aktives Gameplay. Aber da finde ich, das stört das auch nicht, dass es in 30 Frames ist. Weil, wie gesagt, die haben das ja auch auf 30 Frames gemacht. Ich spiele auch FF16 lieber in Performance. FF16 ist aber ein spezieller Fall, weil FF16 zum Release hatte
einen ziemlich ekelhaften Grafikmodus, weil es zwar hatte einen übertriebenen Motion Blur gehabt. Den haben sie dann irgendwann nach ein paar Wochen rausgenommen. Und dann war das viel, viel, viel geiler, der Grafikmodus. Aber anfangs ja, kann ich voll verstehen. Das, ich musste auch im Performance-Modus spielen, weil das ging nicht. Du hattest im Grafikmodus diesen extrem hässlichen Motion Blur bei jeder Bewegung. Und das war so unangenehm, das tat so weh. Jetzt hier läuft wieder einer. Okay. Ja, ich mache immer auch Motion Blur in Spielen aus. Ist auch immer Arsch. Aber bei FF16 war der Motion Blur extrem stark. Wowie zowie. Ich hab früher mal Dark Souls in 14 FPS oder so gespielt, sehr stark. Hab Rebirth of Performance gespielt, weil das im Kampf schon geiler ist und die Texturen selbst in Grafik blurry waren. Aber in Performance war das richtig schlimm. In Performance hast du zwar diese smootheren Kämpfe, aber dadurch, dass alles so komisch blurry ist, im Performance-Modus, sah das im Kämpfen, vor allem wenn du dann halt schneller dann irgendwie die Kamera mal drehen musst oder so, sah das auch richtig, richtig hässlich aus. Ich vergesse den immer wieder, Chat. Wieso vergesse ich den immer wieder? Ich bin gerade mit meinem Kopf irgendwie voll woanders. Arschloch-Game. Ich bin mit meinem Kopf gerade irgendwie ganz anderswo. Ich bin gerade bei 30 Frames. Mein Gehirn arbeitet gerade in 14 Frames. Deswegen, ja, ich verstehe dich, aber ich sehe es komplett anders. Ja, das ist ja okay. Wenn du unter 60 Frames Kopfschmerzen bekommst, tut mir halt leid. Kannst halt viele coole Spiele da nicht spielen, ne? Ich meine, es gibt dann so Leute wie Keks, die sind noch krasser. Die können unter 140 Frames nichts spielen. Junge, dann nimmst du dir einfach 90% aller Spiele einfach weg. Keks ist auch weird. Ja, Keks ist halt so ein richtiger Vorbild, Vorzeige PC Master Racer. Chat, habt ihr in euren Spielen immer in der Ecke die Frames an, dass ihr immer die seht, wie viele Frames ihr habt? Habt ihr das bei allen Spielen immer? Ricky ist ein Opfer. Ja. Oh. Mann! Ganz knapp. Ja, ohne extra Abzeichen mit einem höheren Sprung muss ich die Trampolins benutzen, um über den Typen drüber zu kommen. Ich wollte keine Stampfattacke machen, scheiße.
Nee, ich brauche keine Pause. Ich merke schon, einige haben die FPS immer in der Ecke an. Hab's an und es macht mich unglücklich. Mich wird es so nerven, die ganze Zeit diese Zahl in der Ecke zu sehen. Das würde mich so nerven. Ich hatte das bei Dying Light 2 gehabt. Die ganze Zeit. Irgendwann habe ich das ausgestellt, aber weil Dying Light 2, das war auch so mein erster großer Kontakt mit diesen ganzen Filtern, mit diesen ganzen Skalierungsfiltern und so. Und ich musste da sehr viel an den Einstellungen spielen, damit Dying Light 2 vernünftig auf meinem PC läuft, damit es nicht zu scheiße aussieht, aber ich auch nicht irgendwie die ganze Zeit unter 30 Frames oder so spielen muss. Deshalb muss ich da die ganze Zeit mit den Einstellungen spielen. Dementsprechend hatte ich die ganze Zeit auch die Frames-Zahl in der Ecke gehabt. Und es hat mich so genervt, die ganze Zeit diese Zahl zu sehen da oben. Die ganze Zeit immer so eine beschissene Zahl, irgendwie so eine 46, 47 oder so. Nicht irgendwie so eine konstante 30 oder eine konstante 60, sondern immer die ganze Zeit wie so eine 45, 48, 49 und dann wechselt das die ganze Zeit hin und her und war ich so genervt, Mann. War schon, hat mir schon zum Teil so ein bisschen Lust genommen im Spiel. Schon allein deswegen. Ich pass auf die Blume auf. Okay. Ich hab springen gedrückt, aber irgendwie ist sie geschlittert. Sie ist geschlittert, okay? Blume? So, die Blumen springen gleich alle raus. Ah! 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 Bleib doch stehen! Ja doch, die geben am Anfang den Pilz, aber den verliere ich direkt 5 Sekunden später. Eigentlich nur, um zu checken, ob die Grafikeinstellungen fit gehen, aber ich bin zu faul, um es auszustellen. Warst du gestern bei Volo im Stream dabei? Nee. Kam da jemand vor, der meine ähnliche Stimme hat wie ich, oder was? Bei FF14 habe ich die Framerate an, weil es mich da immer interessiert in den vollen Städten, wie sehr mein PC leidet. Was zahlt ihr alles so für Internet? Ich zahle 45. Also 40 für die Verbindung und 5 Euro für die Miete für den Router. Steam, ja, weil ich teilweise Einbrüche habe, wenn was auf dem zweiten Bildschirm läuft und mir der Anzeige sehe, dass schon... Du kriegst im Spiel Einbrüche, weil du auf dem zweiten Bildschirm was aufhast? Ich bin am PC mit tatsächlich konstanten 45 Frames zufrieden. Das ist mir flüssig. Ja, ich eigentlich auch. Aber bei PC ist das immer halt so ein bisschen immer nervig, weil das Ding ist, weil du ja diese Einstellungen hast, die du ja so, das ist an sich ja was Cooles, dass du ja so viele Einstellungsmöglichkeiten hast und Dinge ändern kannst, Dinge anpassen kannst nach deinem Belieben und so.
Aber mich nervt das eher, dass ich so viele Einstellungsmöglichkeiten habe. An sich ist das ja was Cooles. Aber mich nervt das irgendwie. Weil ich weiß, ich könnte jetzt noch ein bisschen was ändern. Ich weiß, ich könnte jetzt noch ein bisschen was tweaken. Und dann ändere ich kurz eine Einstellung, spiele dann 10 Minuten und denke mir, ja, irgendwie gefällt mir das doch jetzt nicht. Also ja, jetzt sieht es vielleicht ein bisschen hässlicher aus, aber die paar Frames, die ich dazu bekomme, bringen mir jetzt auch nichts. Dann ändere ich wieder ein bisschen was, denke mir, oh, jetzt sieht das doch irgendwie ein bisschen scheiße aus. Jetzt will ich doch ein bisschen irgendwie hübscher haben. Und dann wechsle ich die ganze Zeit hin und her und bin einfach irgendwie genervt. Hast du schon mal überlegt, den Pilz noch zu Bett? Nee, zu Bett noch nicht. Pilz nicht zu verlieren. Ja, das wird jetzt der Plan sein, jetzt im nächsten Versuch. Aber zu Bett ist stark. Bei meinem alten PC hat Twitch mies Performance gefressen. Boah, das habe ich letztens gesehen bei Chrome. Ich habe irgendeinen Twitch-Stream angemacht und bei mir ploppte in der Ecke ein Schild auf von Chrome, wo drin stand, dieser Tab hat einen hohen CPU-Verbrauch oder so. Oder eine hohe CPU-Auslastung. Habe ich noch nie gesehen. Keine Sorge, ich habe für dich eine Lösung. Upscaling. Hi, Kaggy Best of. Hat vor einem Jahr angefangen mit dem Frame-Einbrüchen und weiß nicht, woran es liegt. Passiert aber wohl, wenn Sachen mit verschiedenen FPS auf den beiden Bildschirmen laufen. Das klingt weird. Der Fehler ist, dass du Chrome nutzt. Nein. Wir werden jetzt hier keinen komischen Browser-Krieg anfangen. Ich benutze meinen Chrome und ich bin zufrieden mit meinem Chrome. Nein, ich möchte nicht Firefox benutzen. Nein, ich möchte nicht Opera GX benutzen. Ah, wobei, Opera GX sage ich noch nicht. Sie können mir vielleicht ein Angebot geben. Blume, meine ich? Opera GX unnötig. Hallo, aber da kannst du coole Skins machen. Zum Beispiel den von Revenside, Alter. Bitte. Ich brauche das doch gar nicht mehr. Wieso sammle ich die immer noch ein? So, jetzt. Jetzt wird ein bisschen critical. Die Kanonen sind so gemein! Hey! Geschafft die! Was für Revenside? Ja, der hat doch mal, ich meine, auch Werbung dafür gemacht. Ist mir jetzt einer der Influencer eingefallen, die Werbung dafür gemacht haben. Und der hatte also du konntest so die Influencer, die haben ja so, die Werbung dafür gemacht haben, die ein bisschen größer waren. Da hat Opera GX auch für die so eigene Designs gemacht und so sowas gemacht, dass wenn du dein Opera GX startest, dass dann direkt von diesem Influencer direkt der Content angezeigt wird und so. Ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme, Chat. Boah, ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme.
Boah, ich weiß nicht. Wer wurde auch Opfer von den Restaurants zur Goldenen Möwe? Was? Ich muss irgendwie smoother hochkommen. Ich habe ReparaGX nur wegen UI, früher auch wegen Build in Adblock, aber der ging auf einmal nicht mehr. Ja, die hatten ja auch, glaube ich, auch ein Build in VPN oder so, ne? Dafür habe ich mir mal Opera geholt, weil die hatten so einen Free VPN gehabt. Aber mit dem VPN lief dann alles so arschlangsam. Oh nein! Jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder? Oh, scheiße. Ich komme nicht mehr zurück, oder? Ja, dann schließe ich das Level ab. Wir haben ja alle Münzen gesammelt. Da muss ich jetzt keine Münzen sammeln. Ohne Münzen sollte das Level eigentlich easy sein. Ich kenne nur Rewi, weil er kleinen Bruder schaut. Ich kenne Rewi schon seit Ewigkeiten. Ich bin so cool. Rewi hat sogar mal unter meinen Videos kommentiert. Der Bild in VPN von denen ist echt nicht gut, ja. Deshalb, Chat, kommen wir zu meinem Sponsor des für den Monat April. Nein, ich habe keinen VPN-Sponsor. Hast du das Video dann auch gelöscht? Nee, wieso? Kleines Fangirl, ja schon. Rewi, der wütende Blonde, der meistens schreit. Rewi hat vor kurzem bei so einem Podcast mitgemacht mit seiner Managerin. So ein Joe Rogan-Verschnitt. Wo er dann halt ja mit seiner Managerin über den ganzen YouTube-Kram und so geredet hatte, über seine ganze Laufbahn. Und das war actually echt ein interessantes Video, Mann. Da schreit er dann nicht rum. Ich weiß nicht mehr, wie der Podcast hieß. Aber ich glaube, wenn du danach auf YouTube suchst, Rewi Podcast Managerin, dann kommt er, glaube ich. Rewi Managerin. Ich schreibe einfach nur Rewi Managerin. Ja, hier. Der hier. Von Ungescripted. Oh, das seht ihr gerade gar nicht. Uch, hier. Das. Ich habe mir die vollen 3 Stunden gegeben. War schon interessant. Vor allem, er hat auch da erzählt, dass er so einen Minecraft-Server hat, so einen PvP-Minecraft-Server, so Gomme HD-mäßig, wo die massig Geld damit bekommen haben. Und der wurde von dem einem Typen, der mit ihm diesen Server betrieben hatte, wurde er mies verarscht. Hat ihm irgendwie super viel Geld im sechsstelligen Bereich quasi geklaut und kann ihn das jetzt nicht zurückzahlen, weil er insolvent gegangen ist. Nein, nein, no, no, Paparipi, ich lebe noch. Tja, Insi-Modus, ja. Apropos Insi-Modus und
Wow. Habt ihr das neue Video von Carina Pusch gesehen? Zu der ApoRed-Thematik? Deutschland hat echt ein komisches System, weil sie redet halt darüber, also das ist die, also wenn ihr nicht im Bilde seid, da war mal vor Ewigkeiten, irgendwie 2017 oder so, gab es mal von ApoRed eine übergriffige Aktion, dies, das. Und dann gab es ja sehr viel Streit hin und her, sie hat ihn dann angezeigt, es gab sehr viele Gerichtsverfahren, dies, das, die hat die Gerichtsverfahren alle gewonnen, jetzt mittlerweile. Und da ja er insolvent ist und halt ja nichts zahlen kann und eigentlich müsste er ihr alles zahlen, weil sie ja quasi den Shit gewonnen hat, ja, sie hatte recht gehabt, das Gericht hat ihr, ne, gesagt, yo, du hast recht, er hat Scheiße gebaut, Prozess, genau, sie hat den Prozess gewonnen, dies, das, und den Rechtsstreit, den Prozess gewonnen, ist auch egal. Und weil er insolvent ist und ihr quasi jetzt nicht zahlen kann und auch nicht die Kosten zahlen kann für den ganzen Prozess, für den ganzen Rechtsstreit, muss sie jetzt den ganzen Prozess bezahlen. Was ist das denn für ein System? Was ist das für ein weirdes System? Das ist doch nicht erlaubt. Ja, das ist super weird. Scheiße, Leute, ich habe keinen Sticker mitgenommen. Der sitzt da in Dubai, macht halt seine Jokes. Während sie hier sich freut, dass sie den Prozess gewonnen hat und trotzdem jetzt alles bezahlen muss. Und er freut sich da in Dubai. Die miese Sau. Opa! Nice. Braucht keine Abzeichen. Und Wölfchen, Dankeschön für 29 Monate. Und vorhin, Moki Moxen, Dankeschön für 16 Monate. Und HT, Dankeschön für 51 Monate. Irgendwie übersehe ich heute alle, oder? Ich habe allen schon gedankt und ich habe sie vergessen. Und Jackie, Dankeschön für 23 Monate. Ich glaube, ich habe schon allen gedankt. Ich habe sie nur vergessen, dass ich es gedankt habe, oder? Einfach Doppeldanke. Korrekt. Kegis Podcast würde ich hören. Auf gar keinen Fall mache ich einen Podcast. Dafür müsste ich reden können. Ich kann nicht mal einen normalen Satz gerade rausbringen, ohne mich dann ständig wieder zu korrigieren. Hat er nicht letztens noch ein Video hochgeladen, wo er sagt, dass er alle geprankt hat, dass er insolvent ist, aber eigentlich überrich ist? Hubble Double Du, Dankeschön für 13 Monate. Ja, Carina Pusch ist ja jetzt wegen der ganzen Sache ja mit seinem Insolvenz beantragten, wie auch immer das heißt, ist sie ja im nahen Kontakt, weil sie muss ja mit ihm alles klären, wegen der Bezahlung und so weiter. Deshalb, sie weiß, dass er halt insolvent ist. Und natürlich ist das alles Ragebait auf YouTube. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt tausende von Podcasts, wo es über Pisse und Scheiße geht. Der Podcast-Markt ist so übersättigt. Es gibt zu jedem Thema mindestens 10 Podcasts. Eine Freundin hat mal einen Monat hier gesubbt, weil sie wissen wollte, wie du ihren Namen aussprichst, aber du hast sie nicht vorgelesen. Nein, als ob! Wie hieß sie? So, das ist jetzt hier neu. Ras Pines. Ras Pines, komm heim. Komm heim. Leider falsch. Ja, soll sie halt sich vernünftigen Namen zulegen. So, ich sag's, wie es ist. Chat, ist das jetzt das Secret Level?
liebe jedes Mal, wie Keggy meinen Namen ausspricht. Für mich bist du Le Croix. Für mich bist du ein Franzose. Le Croix. Einmal Franzose. Ja, mich verwirrt das, wieso das... Ich glaube, ich habe dich auch schon mal Reli einfach genannt. Habe ich auch mal. Mich verwirrt, dass das L groß ist. Licoris, Lucoris, Relicoris, Relicoris. Le Croix? Le Croix. So, okay. Chat, ist das schon das Secret Level? Ja, ne? Das ist jetzt super, das super, super schwere Level, ne? Nein. Finaltest, das heißt aber Finaltest. Ewiges Wunder. Sprich, ich muss hier auch noch alles sammeln. Okay, es geht direkt damit los. What the fuck, wie ich hochgeheatet wurde. Oh ja, ich spreche viele Namen falsch aus. Ihr habt aber teilweise auch echt wilde Namen. Ja. Mann, schon wieder da oben rein. Ja, das mit dir, Alexa, das finde ich super. Ich aber monatelang dachte immer, du bist Alex. Und dann irgendwann nach Monaten, by the way. By the way. Ich bin Girl, ne? Da ist noch ein A. Für mich warst du einfach eine Zeit lang Alex. Fucking Karo Körper Klaus. Auch immer. Einfach nur Klaus. Dass vorne einfach ganz fett Karo steht. Nee. Du bist für mich Klaus. Okay, auf einmal wird alles langsam. Mein Wurm ist weg. Ja, wie schnell! Bist doch ein Drachenfurry. Schnell, bevor es wieder schnell wird. Nein, wieso ist da was oben? Wie komme ich da hin? Hä? Kannst du meinen Namen richtig aussprechen? Wenn du Latein, Italienisch oder Französisch, sollte das easy sein. Wie wäre? Wie wäre es, wenn du deine Schnauze halten würdest? So.
Ja, alles einfach mal. Ja, okay. Ich muss hinten stehen bleiben. Einfach hinten stehen bleiben. Nee, ich kann kein Fortnite streamen. Wowie, Zowie! Ich muss da hoch, oder? Nein! Oh, no, baby! Ich hab geduscht, aber irgendwie stink ich. Ich glaube, das ist wieder so ein Shirt, was nicht richtig gewaschen wurde. Bleib stehen, bitte warte auf mich. Na was? Ich bin, glaube ich, irgendwie auf meiner Blase gelandet, dass ich kurz gehoppelt bin. Kann man nicht mit dem Pilz danach sich hineinbohren? Wo willst du dich reinbohren? Zur Münze? Nee, man kann sich nicht durchbohren. Man kann ja sich nur so in diese, an den Rand ranbohren, aber nicht durchbohren. Oben ist eine Lücke. Ja, aber da oben ist ja auch Metall und keine Erde. Ich kann mich in keine Röhren reinbohren. Ich denke, das ist einfach... Ich muss diese scheiß Blume da berühren wahrscheinlich. Und die wird dann irgendwas aktivieren. Ey, VODs müssten an sein, glaube ich. Schon scheiß Level, ne? War schon jemand auf der Kaktus Leipzig? Was ist Kaktus Leipzig? Elefant ist das Beste. Ich brauche Elefant. Bohrer ist das Schlechteste. Und der Pilz. Also für die Vögel ist halt Elefant am geilsten. Aber Blubberblase ist auch gut. Boah, auf einmal wird's wieder schnell. Warst du eigentlich nochmal sauer auf das Level, während du das Video geschnitten hast? Wieso sollte ich sauer sein? Ich war auch beim Spielen nicht sauer. Na, Feuerblume? Feuerblume ist auch nicht so stark. Dankeschön, Turmo. Stark. Starker Move. Hast du gut gemacht. Da.
So, das heißt, ich brauche die Münze nicht mehr holen. Ab jetzt easy level. Jungs. Oh mein Gott, seid ihr stachelig, Alter. Irgendwie sind die schneller runtergefallen als gedacht. Die Cactus ist eine Gaming- und Coldplay-Event. Coldplay, die Band? Wo auch ein paar Streamer unterwegs sind, war da selbst noch nie und bekommen ein 3-Tages-Ticket. Keine Ahnung. Ach, du hast dich verschrieben, du meinst Cosplay. Ich dachte, da kommt jetzt einfach Coldplay auf irgendeine komische Gaming-Veranstaltung. Junge. Was für Pilz? Arschlochvogel. Vielleicht für den Stachelmännern aufpassen? Bane, Kukaki! Oh, was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr, Jungs? Okay, ich verstehe schon, wieso finaler Test, ne? Es kommen einfach alle Effekte. Oh nein! Es kommen alle Effekte vor. Was passiert hier? Ich bin irgendwie runtergerutscht. Ich glaube, ich gönne mir hier ein anderes Abzeichen, Leute. Scheiß auf den Sensor. Nochmal Leben kaufen? Nee, mit den 28 schaffe ich es noch. Das schaffe ich noch. Erzähl was Wichtiges, braucht Content. Okay, KG Best Of? Du bist als mein offizieller KG Best Of Ersteller gekündigt. So. Du hast den Job verloren. Musst dich jetzt umbenennen. Noch einen Pilz oder so? Das wäre netti. Oh! Überflieger. Hat der den Mario Sunshine Clip damals eingereicht? Okay, Antonio, du darfst es jetzt übernehmen.
Halt die Schnauze, Draghi. Gib mir doch was Geiles. Er hat mich geschoben. Ich glaube, das ist das letzte Level. Das heißt, finaler Test. Aber irgendjemand meint im Chat, dass es nicht das finale Level ist. Boom! Boom! Ich muss auf die Blasen aufpassen. Ich darf mich nicht selbst einblubbern. Schon wieder. Das Ding ist, wenn du halt mit ihr lossprinten willst, dann schießt sie halt eine Blubberblase, ne? Ich dachte mir gerade, boah, eigentlich der Bohrer ist echt geil an der Stelle. Dann kann ich da einfach mich durchschummeln. Aber ich dachte nicht, dass ich dann mit einem Schlag durch das Ding durchbohre. Ich dachte, ich habe da noch irgendwie eine Chance zu stoppen oder so. Arschloch, Vogel? Oh nein! Boah, was ist das denn hier? Es kommen nur noch Raketen. Ich hab ein Schiff! Die machen mein Schiff kaputt, da kommt ein Blitz von oben! Ich habe keine Ahnung, wo der. Hatte ich irgendwas Metallenes dabei gehabt oder wieso hat er mich getroffen? Scheiße, wie viel Leben habe ich noch? 24. Dieser dumme Pilz! Was soll ich mit dem Scheißpilz? Ja, ich hab den Indikator nicht gesehen, weil ich hab jetzt auch nicht mit irgendwelchen Blitzen gerechnet, Digga. Auf einmal muss ich gegen Nameless King hier kämpfen, oder was? Danke.
Dummes Drecksgame. Dumme Drecksgames sind dreckig und dumm. Deshalb heißen sie auch dumme Drecksgames. Man kürzt sie auch gerne ab mit DDG. Ich will nicht spoilern, aber der wahre Endboss in Wonder ist Nameless King. Arschloch, wieso spoilerst du mir das Spiel? Okay, wir sind wieder hier. Mit Bora ist dieser Part super easy. Geh doch da hoch, hi! So, was ist, wenn ich jetzt einfach... Oh, ich wollte mich da in den Boden reinbohren. Ich weiß nicht, ob man sich in die Dinger reinbohren kann, aber ja. Das war mein Plan. So, wie bin ich hier nochmal gestorben? Ach ja, genau. Okay, es gibt irgendwo einen Indikator, sagt er. Sagt er. Ah, da. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt. Chat, die machen mein Schiff kaputt. Aber mein Schiff wird wieder repariert, okay. Da waren gerade so diese Streifen wie beim New Challenger in Smash Bros. Da, die Streifen. A New Challenger is approaching! Bitte. Bitte, ich weiß nicht, was passiert. Nee, Mama, no, die Münze, die Münze. Die Münze, Leute, wir müssen noch mal rein. Aber ich muss schon mal die erste Münze, kann ich schon mal ignorieren. Das ist doch schon mal ganz nett. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen Leben wieder. Du hast alle Wundersamen gefunden. Zur Belohnung erhältst du eine Medaille. Jetzt hast du schon zwei. Du hast bei jedem Zielpfeil die Fahne erreicht. Zur Belohnung erhältst du eine dritte Medaille. Jetzt hast du schon drei. Das war unglaublich. Wir sind so weit gereist und haben es so weit gebracht. Aber das hier war ein ganz spezielles Erlebnis. Ich bin ja so froh, dass wir gemeinsam unterwegs sind. So, und jetzt fehlt mir noch eine Münze, damit ich diesen super letzten Coin bekomme. Und dann öffnet sich das letzte Level. Wir holen uns kurz Leben. Hab das Video gesehen. Bist einfach eine Legende. Aber war ein Reaktion-Video zu Yamis Reaktionsvideo. Ich hatte überlegt, vielleicht ein paar Stellen von Yamis Video in mein Video reinzuschneiden.
Geh nochmal rein. Aber die Stellen, die ich drin hatte, wo ich dann vielleicht irgendwie eine Erklärung haben wollte oder so von ihm, das waren dann meistens genau die Stellen, wo er nur gegrinst hat. Wo er dann nur schelmisch gegrinst hat und nichts dazu gesagt hatte. Wow. Aber jetzt habe ich auf meiner Festplatte ein 90 Minuten langes Video von Yami. Also wenn Yami irgendwann mal ganz groß wird, kann ich sagen, das habe ich. Ich habe ein Video, sein allererstes Video. Oh mein Gott. Wird jetzt eigentlich wieder 3 Wochen rumgepinnelt, bis du mit dem nächsten Video anfängst? Nein, wird es nicht. Ich fange schon nächste Woche an, okay? Und nächsten Monat kommen 2 Videos. Ich habe auf meiner Festplatte auch 90-minütige Videos von dir, aber reden wir nicht drüber, was? Er hat meinen alten OnlyFans-Account gebrickt. Noch unter meinem alten Namen. Ey, bei mir passiert das ständig, ne? Der neue OnlyFans ist ja was anderes. Da mache ich ja nichts. Da mache ich ja nichts Schlimmes. Da mache ich ja harmlose Sachen. Aber früher hatte ich halt einen OnlyFans-Account. Da hieß ich Dicky. Und da war der richtige Kinky-Stuff. Ja, der Reddit-Eintrag mit dem Luigi-Amiibo im Arsch, das war ich. Und Kedos hat das Video noch auf seiner Festplatte. Alter, komm, war heftig, was da so alles in den Tunneln reingefahren wurde, ohne Rücksicht auf Verlust, gottlos. Ja, heute darfst du sowas heute auch gar nicht mehr machen. Andere Zeiten. So, da ist sie. Ich brauch den Stern. Glückwunsch! Okay, dann müsste ich jetzt noch eine Medaille bekommen und dann war's das, ne? Da oben ist schon eine Markierung.
Die Abzeichenparade. Nee, ich mach keine 100%, ich mach KG-Prozent. Super finale Test. Abzeichenparade. Das ist es, Chat. Wir sind angekommen.